Krone TV hat euch heute in den heiligen Laboren von Pur Systems in Georgs Marienhütte ein Experiment vorbereitet, und zwar wie folgt. Wir nehmen hier die Menge eines halben kleinen Kölschglases Polyol, mischen dazu ein Pinneken flüssiges Treibmittel, in dem Fall Pentan. Und das geht dann ab in den Shaker. Dazu nehmen wir eine vergleichbare Menge Isocyanat und kippen die ganze Chose zusammen. Das Gemenge muss nun ordentlich verquirlt werden. Und die Reaktion ist schon im Gange. Und wenn diese beiden Komponenten dann zusammengekippt werden, entsteht der Stoff, aus dem die Schäume sind. Chemisch korrekt Polyurethan genannt, landläufig eher bekannt unter dem Begriff PU-Schaum. Und es braucht eben, wie gesehen, nur sehr geringe Mengen dieser beiden Komponenten, um quasi einen ganzen Eimer PU-Schaum zu produzieren. Und die Reaktion dieser beiden verläuft exotherm, das heißt, es wird jede Menge Wärme freigesetzt. Und diese Wärme lässt das flüssige Treibmittel Pentan verdampfen. Pentan wird so zum Treibgas und lässt das flüssige Gemisch aufschäumen. Und wenn wir unser Gedeck nun zwischen zwei Metalldeckschichten kippen würden, hätten wir quasi ein Stück Isolierpaneele für den Krone Cooliner. Und damit diese Reaktion erst unmittelbar nach dem Ausbringen der flüssigen Komponenten auf der Metalldeckschicht beginnt, haben Polyol und Isocyanat ihr Rendezvous in der Produktion, erst im Mischkopf der Dosieranlage.